Mit fröhlichen Partys haben viele Menschen in Deutschland das neue Jahr 2023 begrüßt. In Deutschland waren zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder Silvesterfeiern ohne Corona-Beschränkungen möglich. Es durften auch wieder Böller und Raketen verkauft werden. Feuerwehr und Polizei hatten auch deshalb wieder deutlich mehr Einsätze in der Silvesternacht als in den vergangenen Jahren. Es gab mehrere schwere Unfälle mit Pyrotechnik. Ein Mensch starb. Und wir schalten zu Jacqueline Pivon nach Berlin. Ja, nach 2 eher ruhigen Jahreswechseln hatten die Rettungsdienste ja vielerorts in der vergangenen Nacht wieder mehr zu tun. Wie verlief denn die Nacht für die Berliner Feuerwehr? Ja, und just in diesem Moment kann man es vielleicht hören. Wir stehen vor einer Berliner Feuerwache und die hatten, so wie man jetzt auch den Eindruck bekommen kann, die ganze Nacht sehr viel zu tun. Von einer guten Stunde hat die Berliner Feuerwehr hier in dieser Wache hinter mir Bilanz der Nacht gezogen und die fällt nicht positiv aus. Es waren über 1700 Einsätze, die Berliner Feuerwehr hier in der Nacht in der Zeit von 19 Uhr bis morgens um 6 gefahren ist. Und damit liegt man auf einem Niveau, das höher ist als vor Corona. 2019 waren es nicht so viele Einsätze wie in dieser Nacht. Es waren gut 749 Brände, zu denen die Feuerwehren hier gerufen wurden. Also von einer ruhigen Nacht kann man hier wirklich nicht sprechen in Berlin. Aus Berlin werden ja auch einige Einsätze mit Konflikten gemeldet. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, die Berliner Feuerwehr hat sich da tatsächlich heute sehr schockiert gezeigt über das Ausmaß der Einsätze. Denn neben dem üblichen Pyrotechnik-Einsätzen und Bränden gab es auch sehr viel mutwillige Gewalt. Beispielsweise wurden Autos angezündet oder Fensterscheiben, also Schaufenster, wurden zerstört. Aber auch ein Reisebus stand kurz nach 0 Uhr in Berlin-Neukölln in Flammen und ist ausgebrannt. Und die Feuerwehr hat gesagt, vieles davon ist eben zurückzuführen auf gezielte Angriffe von Feiernden durch Böller. Und nicht nur Autos und Schaufensterscheiben wurden angegriffen, sondern ganz gezielt wurden auch Einsatzkräfte angegriffen, so die Berliner Feuerwehr. Zum Teil sogar in großen Gruppen. Und die Leute haben sich vermummt, haben Einsatzkräfte wohin gelockt, Straßenbarrikaden errichtet und haben dann die Einsatzkräfte angegriffen. Und darüber hat sich die Feuerwehr hier wirklich sehr schockiert gezeigt. Sie sprechen von einer neuen Qualität, die hier in dieser Silvesternacht, die sie vorgefunden haben. Und sie haben mit vielen Einsätzen gerechnet, aber mit dieser Qualität hat die Berliner Feuerwehr hier nicht gerechnet. Dann schauen wir noch ganz kurz auf die Feiern. Ein bisschen kleiner als früher fiel ja die Party am Brandenburger Tor aus. Wie lief es dort? Richtig, am Brandenburger Tor, da waren 2500 geladene Gäste, die dort auf die Veranstaltungsebene durften. Traditionell kommen da natürlich sehr viel mehr Leute hin und wollen dort feiern, auch in diesem Jahr wieder. Es waren dann viele, die sich um die Veranstaltung drumherum dort eingefunden haben und auch auf das Gelände wollten. Und auch da hatten Polizei und Feuerwehr ordentlich zu tun, die Menschen davon abzuhalten, dort raufzukommen. Und da kam es auch zu vereinzelten Festnahmen. Jacqueline Pivon in Berlin, vielen Dank. Weltweit wurde das Jahr mit großen Feuerwerksshows eingeläutet. Wie zum Beispiel in Rio de Janeiro auf der Copacabana feierten Tausende den Start ins Jahr 2023. Ebenso in London und Dubai. Auf dem Times Square in New York zählten erstmals seit 2 Jahren wieder Zehntausende den Countdown zum Jahreswechsel herunter. Als letztes werden die Baker-Inseln im Pazifik um 13 Uhr unserer Zeit ins neue Jahr starten.